Der SC Fortuna Köln und die TuS aus Koblenz vervollständigten am Sonntagnachmittag den 35. Spieltag in der Regionalliga West. Nominell Platz 9 gegen Platz 19. Aber keiner bei den Kölnern sprach vor dieser Partie von einer Pflichtaufgabe gegen den Tabellenletzten. Zu schwach waren die Leistungen der vergangenen Woche, vor allem zuletzt beim beschämenden 1:2 in Elversberg. Die Fortuna in den weißen Trikots von rechts nach links in dieser ersten Halbzeit. Ihr Chefcoach Uwe Koschinat wünschte sich ein frühes Tor. Und das bekam er in Person von Steffen Moritz nach exakt 124 Sekunden zum 1:0. Balsam für die so schonungslos kritisierte Spielerseele in Elversberg, noch mit mangelnder Berufsauffassung. Hier zeigten sie Geschlossenheit und Wille, die peinlichen Auswärtsauftritte der letzten Wochen vergessen zu machen. Der Freistoß kommt von Lejean und Moritz setzt sich ausgerechnet gegen Stefan Haben durch, den ehemaligen Fortunen. Haben spielt hier noch in der Hinrunde für die Kölner. Der Anfang aus Kölner Sicht war also gemacht und die Taktik gegen einen relativ kleinen Koblenzer Abwehrverbund auf starke Kopfballspieler zu setzen ging bereits in der Anfangsphase auf. Pagano, Moritz setzt sich gegen zwei Koblenzer durch, wieder Pagano, aber der verzieht dann deutlich mit seinem starken rechten Fuß. Der Pfosten konnte nun wahrlich nichts dafür. Bei den Gästen aus Koblenz merkte man, dass ihnen der Pokalkater schwer zu schaffen machte. Unter der Woche verlor die TuS ja mit 0:1 im Rheinland-Pokal bei Eintracht Trier. Dementsprechend schwerfällig die Bemühungen in Sachen Offensive. Nakai-Schuss aus Minute 14. Die Fortuna profitierte in dieser ersten Halbzeit vor allem von der Koblenzer Nachlässigkeit. Immer wieder unerklärliche Fehlpässe bei den Blauen und es folgte ein sorgloses Abwehrverhalten. Kühn, wie das berühmte heiße Messer durch die Koblenzer Butterabwehr. Haben klärt im allerletzten Moment vor dem einschussbereiten Moritz eine ganz starke Szene vom defensiven Mittelfeldspieler. Es war das große Wiedersehen an diesem Nachmittag im Südstadion. Die Fortuna mit drei ehemaligen Koblenzern in der Startelf. Einer von ihnen war Dieter Pauken, der Schlussmann bei dem Schuss von Klaassen nach 21 Minuten ohne Probleme. 5 Minuten später, Eckball Silvio Pagano, Kopfball-Laux. Auch der Innenverteidiger mit einer Koblenzer Vergangenheit spielte ja noch in der letzten Saison bei der TuS. Der letzte im Bunde, Lukas Nottbeck, mit dem Freistoß aus knapp 25 Meter Torentfernung. Allerdings drüber, aber trotzdem alle drei natürlich besonders motiviert gegen die ehemaligen Kollegen. Knapp 1000 Zuschauer sahen ein gutes Regionalligaspiel, vor allem begünstigt durch die inkonsequente Verteidigung auf beiden Seiten. Klaassen wird nicht richtig attackiert, der Ball kommt zu Stahl. Und dann ist es eine Pflichtaufgabe für Pauken, die 1:0 Halbzeitführung für die Fortuna aufgrund der höheren Spielanteile und der qualitativ besseren Chancen durchaus verdient. Rein in die zweiten 45 Minuten. Die Fortuna musste das 2:0 nachlegen, um hier für Ruhe zu sorgen. Die Fortuna legte nach. Und wie? Pagano schüttelt Nonnenmann ab, Montabell, die Ballannahme wird zur Vorlage, es folgt ein beherzter Schuss der Stürmer zum 2:0 nach 55 Minuten. Da blitzte sie auf, die individuelle Klasse eines Torjägers. So häufig wurde er kritisiert aufgrund seiner mangelnden Chancenauswertung in dieser Saison. Hier macht er es einfach nur sensationell, Montabell mit seinem 8. Tor in der laufenden Spielzeit. Charakter und Wille wollte Uwe Koschinat heute sehen bei seiner Mannschaft. Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigte das Team, wozu es fähig ist, wenn die Einstellung stimmt. Lukas Nottbeck aggressiv gegen Mineiro, dann der perfekte Pass für Montabell, der Stürmer gegen Jalzin. Montabell markiert seinen Doppelpack nach 63 Minuten. 3:0. Es sah zu diesem Zeitpunkt sehr nach Vorentscheidung aus, vorausgegangen das perfekte Zuspiel von Nottbeck. Ungefähr so stellt sich jeder Trainer das Umschaltspiel seiner Mannschaft vor. Montabell im Anschluss bei seinem 9. Saisontor eiskalt. Die
Die Fortuna ist und bleibt in dieser Saison zu Hause einfach eine Macht. Es sollte der 10. Heimsieg in dieser Saison werden. Allerdings nicht ohne den schon fast traditionellen Schönheitsfehler. Klassen besorgt für die Gäste zumindest nochmal den Anschlusstreffer nach 68 Minuten. Und es waren ja noch 22 Minuten auf der Uhr. Und na klar, die Koblenzer probierten es nochmal mit dem eingewechselten Groß. Der kommt irgendwie wieder an den Ball, Pauken. Und dann Michael Stahl aus der Distanz. Aber mehr war nicht drin für die Koblenzer. Mehr hatten die Gäste nicht zu bieten. Die Fortuna spielte die 3:1-Führung im Sparmodus zu Ende und konzentrierte sich vielleicht auch schon auf die Auswärtsaufgabe in Verl. Da muss dann das Team von Trainer Uwe Koschnert endlich mal wieder beweisen, dass sie es auch in der Fremde kann.